Und ja, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Gothic 1. Scroll. Ja. Erstmal einen guten Tee. So, das letzte Mal haben wir schön den Typen da drin vermöbelt. Genau den. Wie hieß er denn nochmal? Ist schon ein bisschen her, ne? Oh, der hat schon wieder was zu rauchen dabei. Er hat gesessen. Klarer Sieger, ich bin doch so ein bisschen. Oh ne, der hat ja doch nichts dabei. Ach so, ja. Ne, wenn man. Ein Kampf! Ein Kampf! Ja, wenn man schon wieder so in Gothic 1 ist und im Kopf aber in Gothic 2 rumhängt, weil ihr Lieben, wir spielen derzeit jeden Samstag im Stream Gothic 2. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Schön mit Nostalgic Edition, macht richtig Spaß. So, und jetzt lasst uns aber mal gucken. Aufnahme Sumpflager hätten wir, Shrikes Hütte. Ach ja, stimmt, wir haben ja Shrikes das letzte Mal überzeugt. Ja. Dass wir seine Hütte kriegen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurück zu dem lieben Gorn und gleich mal gucken, was er zu sagen hat. Ach ja, mal gespannt auf jeden Fall. Ah, ich will die ganze Zeit sprinten, aber wir haben ja noch keine 40 Stärke und wir haben den Mod so standardmäßig gelassen, das dauerhafte Rennen, dass wir 40 Stärke brauchen. Mal gucken, was Gorn dazu zu sagen hat. Ey, Gorn, grüß dich, mein Guter. Hör auf zu saufen, red mit mir. Ja, mach ich halt mit. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Aber behalt's für dich. Muss nicht. Wow, ich höre nicht mehr auf das. Na egal. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Mhm. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Das haben wir gemacht. Naja, Bis später. Bis später. Naja, so schnell ein bisschen EP absahen, ihr Lieben. Warum denn nicht, ne? Jetzt würde ich mal sagen. Dann liegt der Fokus halt ein bisschen drauf, ne? Wir sind ja jetzt im neuen Lager, soweit wir eigentlich jetzt wissen, relativ durch. Einen Lurker schaffen wir jetzt eh noch nicht. Das wäre jetzt Quatsch. Dann würde ich sagen, ja, wir schließen jetzt Step by Step den ganzen Kram ab. Die Prüfung des Vertrauens. Stimmt, wir müssen noch in die alte Mine. Und guckt mal. Habe ich eine Karte? Nee, ich... Doch, da. Warte mal. Wir sind jetzt ziemlich in der Nähe der alten Mine. Wir müssen halt nur aus dem Lager raus und dann nach links abbiegen. Ich glaube, das klingt doch nach einem Plan, oder? Dann machen wir uns direkt mal da runter. Aber wir haben eine ganz wichtige Bekanntschaft. Tatsächlich hier noch nicht gemacht im neuen Lager. Und da müssen wir heute unbedingt noch rein. Ach Mensch, Junge, das tut mir immer noch für dich leid, Homer. Ja, es tut mir halt für Homer immer noch leid. Tut mir halt immer noch um ihn leid. Aber Leute, die Waffe, die war einfach zu verlockend. Wir sind in Gothic 1 und nicht im Ponyland. Ne? Genau. Ich bin mal gespannt. So. Und wenn ich sage, wichtige Bekanntschaft und ich gehe hier runter, da müssen wahrscheinlich die alten Hasen jetzt schon schmunzeln. Ich habe den gekonnt beim Anfang umlaufen, ne? Hey du, neu hier, was? Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Ja, da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Ja, Freunde sind doch immer gar nicht so verkehrt. Komm, das machen wir mal. Klar, ich helfe gern. Gut. Geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Machen wir. Du kannst dein Wasser ab jetzt... Na, komm. Also ich sag mal, so ein bisschen helfen kann man immer mal, oder? Jaoi, Reislord. Grüße. Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Ich nicht direkt, aber wir wollen helfen. Lefty schickt mich. Ach so, was hat er gesagt? Ja, Wasser. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Alles klar. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern, also verteilt sie gleichmäßig. Ja, gib dir doch jeden eins, Junge. Er ist schon ein bisschen fies. So, den ersten Dialog hören wir uns voll an und die anderen überspringen wir dann also. Na, rattern dann schnell durch. Der, hier hast ein bisschen Wasser, gönn dir. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Gönn dir. Das sieht fast wie eine Mana-Flasche aus, oder? Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Auch immer gerne. Aber ohne Mist, ne, für so ein altes Spiel, so eine geile Synchro. So, und jetzt überspringen wir das ein bisschen. Was machst du hier? Willst du Ärger haben? Ja, du reißt mich jetzt aus dem Vorspulen raus, Junge. Naja, entspann dich, ich bin neu hier. Entspann dich, ich bin neu hier. Eben. Siehst mir ganz in Ordnung aus. So, danke. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Ja, schon. Ja, hier, komm, Lefty, wir haben Wasser. Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen.
Wir trinken jetzt jedes Mal einen Schluck mit, Leute. Danach muss ich aufs Klo, du. Ja, was macht aber so ein harter Kerl bei den Bauern? Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Warum? Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Oh. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Ach du Scheiße, ja, das ist hart, ne? Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Das will ich dir sagen. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Ist cool. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Ach. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Wir wollen hier raus, Junge. Wir wollen hier raus. Aber ja, ohne Mist. Ist das jetzt ein Stärketrainer? Komm mal her, Junge. Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Oh. Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Ich glaube, es ist eine gute Frage. Also wenn es das schon... Ach ja. Gute Frage. Ich werde drüber nachdenken. Leute. Wir verteilen jetzt mal kurz das Wasser, aber guck mal da oben. Der Typ hatte uns, glaube ich, sogar von Horatio schon kurz erzählt oder weiß ich noch durch den alten Durchgang. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, mit dem da oben müssen wir nochmal reden. Aber jetzt bringen wir schnell das Wasser weg. Wir sehen uns gleich wieder. Einmal nachschenken und ich hab die Tasse vorher bis oben in voll gehabt. Boah, Hilfe. Die große Sauferei, sag ich nur. Wir haben ein paar Typen noch mit Namen gefunden, mit denen quasseln wir natürlich. Pock, hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Oh, Grüße. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Ach, so alt sieht doch nicht aus. Na gut, die Kolonie existiert ja nicht so lange. Na, dann weißt du aber eine bestimmte Menge. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Und besser als in der Mine. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Ja, das ist doch okay, ne? Weshalb bist du hier? Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Oh. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Hab immer meine Steuern gezahlt, jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. Oh, Leute, das wäre ja fast in den Thumbnail, ne? Hurensohn mit der Krone. Aber ich glaube, da kriege ich Probleme mit YouTube. Ja, da sage ich einfach, ey Leute, kein X dafür, dass ich im Spiel drin. Pass auf, dann wird Goffi geblacklistet. So, grüß dich. Den hab ich nebenher mal gesehen. Auch hi, ich bin neu hier. Wollt mal fragen, was hier so läuft. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Ja, das wissen wir langsam. Wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Ja, mach's doch. Was hält sie nicht? Was hält die Wenn sie nicht gefällt, warum arbeitest du denn hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Okay. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Boah, klar, hab ich gesagt. Nein. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Mm. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Ach du Scheiße. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür.
Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Ja, verstehe. Ja, scheiße, Leute. Das klingt doch genau nach der Situation, die wir gerade haben. Oh Mann, da will man einmal helfen. Leute, der helft einfach nicht in Gothic. Ja, haut einfach den Leuten aufs Maul und ihr seid besser dran. Wer ist denn der Reislord? Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Okay. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus. Der alte Fettsack. Der alte Fettsack. Und der Hurensohn mit der Krone. Er hat mal nur noch Ideen für Thumbnails ohne Ende. Wir wollten aber jetzt... Hey du, gut gemacht. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Ja, immer. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Nee, Junge. Fang direkt wieder damit an. Ja, nee, ganz gewiss nicht. Also wir gehen jetzt erstmal hoch nochmal kurz zu diesem Typen am Damm, weil wie gesagt, ihr Lieben, ich glaube, der hat uns noch was zu sagen wegen hier dem... dem Typen, dem wir keine Antwort geben konnten, wegen der Stärke. Und ganz wichtig, Leute, in Gothic solltet ihr vorher ein bisschen drüber nachdenken, was ihr antwortet manchmal. Weil ihr könnt euch ganz schnell auch Wege verbauen. Und das ist dann echt schade. Gerade wenn es um sowas wie... Es sieht wie Stärke da unten aus. Vielleicht gibt es ein bisschen kostenlos was. Hey, Grüße. Ja, du hast mich besiegt. War ein guter Kampf, aber jetzt ist genug. Ja, sehe ich auch so. Nee, er hat uns nichts zu sagen. Scheiße. Ja, warte mal, wir haben jetzt das Wasser verteilt an und Lefty hat uns direkt wieder losgeschickt. Ich hab so eine Idee. Schön. Ja, gut, der hat halt Spaß, ne? Let's go Party, Leute. Ja, lasst uns direkt nochmal mit dem Typen reden, weil wir haben hier jetzt gerade, ne, die Quest gemacht. Und vielleicht können wir dem irgendwas sagen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lass uns mal gucken. Auf jeden Fall werden wir die hier alle irgendwann mal umklatschen. Also die armen Bauern natürlich nicht, ne? Die können ja nichts dafür, ne? Armen Schweine. Horatio, Mensch, Grüße. Wir speichern mal lieber. Der Oi, Grüße. Ich und? Nee, scheiße. Nein. Dachte ich. Ja, ich hab jetzt keine Ahnung, Leute. Na egal, jetzt boxen wir erstmal Lefty weg. Ich hoffe, wir schaffen das, ne? So, Lefty, Junge. Aber, ach ja, nicht das... Ja, komm, wir speichern wieder. Gothic 1 und Abstürze, ne? So, Lefty, da komm mal ran hier. Lass uns mal schauen. Der Ahoi, bring dein Wasser selber rum. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ja. Ach, hast du was Besseres so vor? So sieht's aus. Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Doch. Ah, oh, nein, unser Erz. Lieber würde ich dich umbringen, aber das Erz ist auch nicht schlecht. Oh, nee, und er heilt sich noch hoch. Aber unsere Waffe liegt noch da. Okay, das ist schon mal gut. Oh, nee. Der ist noch viel zu stark für uns. Lefty. Wie machen wir das jetzt? Laden? Nee, Laden kommt... Nee, Leute, Laden kommt jetzt gar nicht. Der hat die Hälfte... Oh, der hat nur die Hälfte mitgenommen. Ja, aber Laden kommt... Nee, Leute, Laden kommt nicht in Frage. Aber gegen den sind wir kein... Gegen den sind wir gerade noch kein Land. Ach, du Scheiße. Warte mal. Ich habe ja vor uns gesagt... Nee, ich hatte mir jetzt gerade überlegt, da sollen wir vielleicht doch ein paar Bauern klatschen, aber... Nee, machen wir nicht. Also, eines sage ich euch, ihr Lieben. Unser Erz, das holen wir zurück. Merkt euch den Namen Lefty. Lefty... Ihr merkt nicht, ich bin jetzt gerade durch im Kopf. Ich habe so gedacht... eine Steinwurzel. Nee, ich habe mir so gedacht, ja komm, Lefty wird wahrscheinlich ein harter Gegner, aber... Das war ja kein harter Gegner, das war ja absolut OP, da hatten wir ja überhaupt keine Chance. Lebt hier irgendwas, was wir töten können, was jetzt nicht Blutfliege ist? Ne, ihr merkt schon meine Anforderung. Warte mal, wir können mal einen Bogen anziehen, ne? Wir haben doch einen schönen Bogen. Ja, uns fehlen zwei Geschick. Da hinten sind Barane, naja, lieber nicht. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal jetzt zur alten Mine. Uff. Leute, dieser Lefty, der schickt mich gerade komplett weg. Das hätte ich nie gedacht, dass der so stark ist.
Naja, dann ist das halt so. Dann ist das halt so, Hammer. Haufen Scabbies. Die nehmen wir natürlich mit, Leute. Die nehmen wir mit. Wenn wir schon nicht Lefty umgeklatscht, kriegen wir am wenigsten ein paar Scabbies. Kommt her, Jungs. Naja, nur einer bitte erstmal. Step by step, Junge. Ja, komm ran da. Ja, stimmt. Wir sind wieder in Gothic 1. Da bringt der Schritt zurück nicht viel. Denn Gothic 2 macht halt einfach einen Schritt zurück und verprügelt sie dann. Und hier müsst ihr halt wirklich, sobald die auf euch zukommt, direkt zuschlagen. Genau. Ach ja, die unterschiedlichen Taktiken von Gothic 1 und 2. Die Viecher sehen zwar gleich aus, sind aber anders. Was? Was war das denn? Was war das denn? Und tschüss, Gabby. Lecker Fleisch. Versucht die ganze Zeit mit Rechtsklick zu looten. Ich habe ja Quick Loot drauf tatsächlich. Das ist ein Mod. In Gothic 2 richtig nice. Ne? Ihr macht Rechtsklick und dann fliegt das halt alles in euer Inventar rein. Könnt ihr mal schön im Stream angucken. Richtig, richtig nice. Aber funktioniert wohl scheinbar in Gothic 1 nicht. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Haut mal in die Kommentare. Funktioniert bei euch Quick Loot in Gothic 1? Wäre ganz interessant. Komm, die Molar Rats gönnen wir uns auch, ganz ehrlich. Alles, was jetzt EP bringt, nehmen wir mit. Und besiegbar ist, ne? Komm, Mistvieh. Na, na, na. Ja, und du noch. Du noch. Ey, wie passiv die Viecher sind. Und sofort fühle ich mich wieder stark, ne? Gerade hat mich Lefty komplett lang gemacht und hat uns gezeigt, ne, wo du wo der Hase langläuft. Oder bei den Fischen, Leute. Aber, ja, komm, sind wir wieder in der Natur und nehmen dann die einfachen Gegner. Fühlt man sich wieder übermächtig. Was ist das für eine Höhle? Nix drinne. Was? Ja, warum gibt's die Höhle dann? Hä? Jetzt dachte ich, ne, wir kriegen da einen lecker Loot oder so. Naja, schade. Dann gibt's halt heute nichts. Ist halt alles ausverkauft. Alles raus, der Ramsch. Na, 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 na. Guten Tag, der Herr Scavenger. Könnten Sie mal bitte sterben? Und du noch weg. Und du noch weg. Ach ja, ihr habt ja das letzte Mal nichts in die Kommentare geschrieben wegen Jagdtalente. Ich glaube, dann lassen wir diesmal die Jagdtalente raus. Dann lassen wir diesmal die Jagdtalente raus. Dann müssen wir irgendwie anders Gold machen. Dann lassen wir diesmal die Jagdtalente raus und pumpen mir alles in unseren Charakter rein. Ich glaube, das ist auch mal ziemlich geil. Ist tatsächlich dann das allererste Mal in meinem Leben, ohne Mist jetzt gerade, das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Gothic 1 ohne Jagdtalente spiele. Bei den meisten wird es wohl andersrum sein, dass sie nie die Jagdtalente mitnehmen. Und dann irgendwann mal, naja, probieren wir mal, was es da Schönes gibt. Und bei mir ist genau... Alter, da oben sind's... aber den Molaret möchte ich halt gerne noch haben. Aber Leute, habt ihr das gerade da hinten gesehen? Snapper. Ja, mit denen sollten wir uns jetzt noch nicht anlegen. Aber ihr wisst ja, so ein bisschen im Wald, jetzt noch ein bisschen uns gönnen. Ist, glaube ich, gar nicht so Alter, du Mistvieh. Junge. Ey, mein Herz. Musste das jetzt sein? Und nein, das ist nicht geschauspielert gewesen. Boah, hilf. Ich hab mich total erschrocken. Hey. Bin ich mal gespannt, wie das im Video aussieht. Oh Gott, der Cedric, ne? Erstmal schön Panik schieben wegen einer Blutfliege. Oh, eine Schüssel. Oh, sehe ich da ein Bierchen? Da liegt ein Bierchen. Das nehmen wir. Ein Krug. Nehmen wir auch mit. Na, kommt mal her. Ja, irgendwie sind die schon goldig, ne? Wenn die so im Boden so ein bisschen wie... Wie buddeln die im Boden? So ein bisschen wie Hasen... Feldmäuse, irgend sowas, oder? Ich glaube halt schon. So, dann gehen wir langsam Richtung Mine jetzt, aber. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir ja die Mine. Guck mal, wir brauchen die Mine für zwei Sachen. Wir brauchen sie einmal fürs alte Lager und einmal fürs neue Lager. Hier, Aufnahme, neues Lager. Wir brauchen sie für beide. Aber ich glaube... Diesmal geben wir die Liste erstmal im neuen Lager ab. Ja, wir geben diesmal die Liste im neuen Lager ab. Ist, glaube ich, ziemlich geil. Bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe seit Ewigkeiten keinen Söldner-Run mehr gemacht. Deswegen, ich habe auch absolut keine Ahnung mehr, wie die Story bei den Söldnern war. Ich bin ein Sumpfkraut-Heini. Ja? Das seht ihr auch am Mr. Green oben, ne? Sind das Teeblätter oder ist das Sumpfkraut? Das ist immer eine gute Frage beim Mr. Green. Wahrscheinlich ganz einfach... Im Zweifelsfall, Leute, immer beides. Prinzipiell immer beides.
So, ganz wichtig, jetzt mal noch ein kleiner Tipp, wenn ihr Gothic 1 gerade die ersten Male spielt und ein bisschen gemoddet habt oder halt auch nicht. Bevor ihr einen Weltenübergang macht, ne, in einen anderen Bereich geht, wo ein Ladescreen ist, davor, Leute, immer speichern. Immer speichern. Ist immer besser. Da kann so viel tatsächlich leider daneben gehen. Mit den neuen Renderer-Mods tatsächlich gar nicht mehr so. Aber ja, mit den alten ist da halt echt relativ häufig das Spiel auf modernen Systemen abgestürzt. Und wir sind in der Mine, ganz easy. Ich liebe die neuen Renderer, die funktionieren so gut. Links sind alle unten in der Beschreibung. So ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Teil in Gothic 2. Ich freue mich schon auf euch. Haut rein, bleibt mir gesund da draußen und wir sehen uns vielleicht ja auch mal am Samstag im Gothic 2 Stream. Haut rein, ciao.